So, hallo, der Marc vom Piercing Studio Wien und wir haben wieder mal die liebe Anna da mit den schönen weißen Zähnen. Ja, und wir haben mit Anna das Gut gestochen und auch da Follow-up-Videos gemacht, aber leider hat die Anna das Gut dann letzten Endes entfernt, weil sie es nicht mehr schön fand. Nein. Weil ihr langweilig war. Nein, ich habe es geliebt, ich habe es wirklich schön gefunden, nur das Problem war halt, dass es zum Schluss dann wirklich Probleme gemacht hat und ich habe es dann halt rausgenommen, bevor dann irgendwas... Bevor sie dort umfällt. Zum Beispiel. Was nicht passieren könnte. Nein. Also warum sagen wir das überhaupt? Weil natürlich auch mal nicht verschwiegen werden soll, dass ein Piercing auch mal nicht klappen kann. Das Gut-Piercing ist ja ein recht neues Ding, wo man einfach noch nicht so die Erfahrungswerte hat wie beim Zungenpiercing, wo man jetzt schon seit, weiß ich nicht, hunderten Jahren sticht, dann weiß es funktioniert. Bei jedem Kunden eigentlich gut. Natürlich gibt es auch viele Studios, die schlecht stechen und die Kunden dann zu mir kommen, das ist klar. Aber wenn ich ein Piercing steche, normalerweise klappen die wirklich. Wir haben so viele Scoops gestochen jetzt schon auch bei YouTube-Videos wieder und alle klappen toll, aber anders hat nicht geklappt. Warum ist letztlich, sage ich mal, man steht so ein bisschen in den Sternen. Es zeigt einfach mal wieder, dass manchmal einfach es nicht sein soll. Ja, dann klappt es einfach mal nicht. Weil, ja, wir haben alles gegeben, gekämpft wie die Löwen, dass das Ding drin bleibt. Aber irgendwie ist okay, es nervt dich einfach. So, und gut, jetzt als Trostpflaster haben wir da an der Halte ein schönes Zungenband-Piercing. Dein Zungenpiercing ist alt, hast du wieder drin. Es ging noch ein, oder? Ja, ohne Problem. Wie lange hast du es denn schon gehabt? Ich habe es mit 17 Stechen. Ja, gut, also 30 Jahre. Nicht ganz, aber 2,5 Jahre. Naja gut, das ist ja dann in Ordnung, aber sei froh, weil bei meinen Leuten wächst es auch zu, ja, nach der Zeit. Ja, aber bei mir hat nie Probleme. Also wir werden es dann in der Nähe anschauen, man sieht bei dir nichts mehr im Scoop und es war auch sofort dieses, was war das Problem, das hat dir wehgetan, das hat gedrückt, ja, auch die eine Seite war immer drin. Ja, also es war immer nur eine Seite, die andere Seite hat keine Probleme gemacht, aber die und du hast dann raus, ich weiß die linke, und du hast es dann rausgetan und dann war es eigentlich sofort weg. Ja. Weil die Leute immer sagen, ja, dann bleiben die Schäden und so, also totaler Schwachsinn, ja. Im schlimmsten Fall ist halt einfach, sage ich mal, dann das Piercing draußen und fertig, aber bleibende Schäden, man, oder nein, andere Schäden, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, ich bin noch... Nehmen wir wieder. Hm? So, okay. Werden wir Glitzersteinchen haben? Ja. Ja. Oder? Ja. In weiß, in rosa, in hellblau? Ja, schade wirklich, dass es halt so gekommen ist. Aber mein Gott, das passiert halt einfach bei so einem Piercing mal. Und wie gesagt, wir wollen hier auch nichts schönreden oder verheimlichen, sondern einfach sagen, ja, das ist Realität, das kann mal passieren. Da hat jetzt die Anna genauso wenig Schuld wie ich dran, ehrlich gesagt. Das ist einfach mal eine Konstellation, wo es halt nicht soll. Ich meine, es kann sein, du hättest es noch 2 Wochen probiert und es wäre gegangen. Ja? Aber irgendwann, manchmal sagt man halt einfach, man schmeißt deine Nerven weg, sagt so, mir reicht es, dann ist die Schnauze voll. Und ich rate natürlich auch an einem gewissen Punkt den Kunden dazu, das Piercing dann einfach im Zweifel zu entfernen, weil wenn man jetzt sagt, es nervt nur noch mehr, als dass es Freude macht, dann lohnt es sich letzten Endes nicht. Also von dem her haben wir, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen damals. Und jetzt im Zungenband machen wir ja einen Klassiker, da kann nicht viel schief gehen, das ist oder gar nichts, das ist ein Evergreen, der funktioniert wunderbar. Okay, okay, ich hole mir den Schmuck noch, dann legen wir dich mal hin und dann stellen wir das Ganze. Los geht's. So, dann nehmen wir die weißen Steinchen, 3 mm Kugeln. Ja, es gibt vertraue auch da. 3, 2,5 und 4, aber ich denke 3 ist genau die goldene Mitte, das passt gut. Und eine Banane nehmen wir, ne? Offenen Ring willst du nicht. Kann man später mal probieren. Es ist, manche Leute lieben die offenen Ringe, andere sagen, sie nerven total. Man muss es letztlich echt probieren, was einem dann am besten taugt. Einfach mal schauen. Gut. Dann haben wir mal das Basic Setup. Nagel haben wir auch schon da. Mittlerweile sollte dein Mund auch schon taub sein. Mhm. Ja? Ja, ja. Gut. Okay. Stell mal ganz kurz die Zunge schnell raus, nochmal gerade, dass ich nochmal kurz anschauen kann, kommt Scoop. Ja, das ist wirklich, man spürt da auch hier gar nichts mehr, das ist nichts, keinerlei Verhärtungen. Also als ob es nicht da gewesen wäre. War mir eh klar, ich wollte es echt nochmal mit eigenen Fingern ertasten. Ist gar nichts mehr zu sehen. Super, na gut, das ist ja schön bei so einem Piercing, dass man heraustönen, sie eigentlich wie verschwunden sind. Du schmeckst auch noch alles, ne? Weil viele haben gesagt, ja, man kann nichts mehr schmecken und so. Alles. Schmeckt alles. Auch währenddessen, ne? Auch als die Schwellen da warst, immer alles geschmeckt. Alles. Aber oft wird man das gefragt. Gut, dann werden wir das Zungenband machen. Beim Zungenband ist mir wichtig, dass du wirklich die Zunge hochziehst Richtung Gaumen und den Mund wirklich ein bisschen aufmachst, dass ich da einigermaßen reinkomme. Es ist echt eine Fummlerei, da reinzuwurschteln. Aber wir zwei schaffen das schon. Wir kriegen das sicherlich hin, dann machen wir keine Sorgen. Okay, let's go. Ich ziehe die sterilen Handschuhe an und los geht's. So, Dani, los geht's. Dann sage ich gleich mal Schnabel auf. Du kriegst aber nicht. Eigentlich kannst du nicht sabbern, weil du hast den Kopf nach hinten
Und beim normalen Zungenpiercing oder so, da sabbern die Leute, wenn überhaupt mehr, aber auch bei mir, ich achte immer drauf, dass die Leute vorher nochmal kurz schlucken und wenn, habe ich auch sofort ein Klinik da. Also ich lasse niemand sich hier ansabbern, ja. Perfekt. Ich möchte meine Kunden nicht zum Affen machen. So, zeig mal kurz her. Ganz locker bleiben. So, mal ganz locker und ich steche das mal durch, das war's schon. Ups. So, schön durch. War überhaupt schlimm, oder? So. Passt. Du weißt, der Brontolint-Mundspülung hast du vielleicht sogar noch zu heim. Ich weiß gar nicht, müssen wir überlegen noch, ob das schon die 3 Monate ist oder wie oder was. Das kannst du allein nochmal durchrechnen. Du sollst dann mal was Neues mitnehmen. Mundspülung, Mundspray wieder wie gehabt. Also einfach unten morgens und abends mit der Mundspülung ausspülen eine Minute lang. Und den Mundspray tagsüber so oft sprühen nach allem, was man gegessen, getrunken, geraucht oder geküsst hat. Wie sich halt einfach ganz klassisch gehört. So, schluck mal. Gesabbert haben wir nicht. So, ich hätte mal einen Spiegel in die Hand. Und locker easy. Schauen wir kurz rein. Einmal so, dann sehen wir es auch mal. Zeig mal einmal ganz für die Cam. Ja, da ist es drin. Sehr schön. Ja. Auch nicht geblutet. Dann stell dir beim Zungenpiercing nicht, ne? Weil viele fragen sich, du hast ein Zungenpiercing ja schon viele Jahre. Du spürst es gar nicht, dass es das Zungenband mit Zungenpiercing sich irgendwie berührt. Nein, kann nicht. Das geht auch technisch nicht, aber viele glauben mir natürlich jetzt nicht alle sind, wenn du als Kundin sagst, das ist nochmal anders. Ja, schön. Danke schön, gefällt es dir? Gut, super. Na, tut mir leid mit dem Scoop. Ja, dafür kannst du nicht. Wer weiß, vielleicht probieren wir es ja irgendwann nochmal. Ja, irgendwann mal vielleicht. Also ich habe oft Kunden, die halt mal ein Piercing nochmal probieren, wenn sie halt sagen, okay, es hat einfach nicht geklappt und nach einem Jahr irgendwie noch der Bock und Booster da ist und sagt, Mensch, ich möchte es wieder haben, dann kann man es schon nochmal probieren. Also generell sage ich nach wie vor, es gibt eigentlich keinen Kunden, wo irgendein Piercing nicht funktioniert. Und teilweise klappt es halt einfach mal irgendwas im Gesamtgetriebe nicht, ja. Und das werden wir nie ganz rausfinden, ob es doch bakteriell oder irgendwas war. Wobei ich habe es ja gesehen, also eifrig sah es nie aus. Das ist mir auch, glaube ich, per Insta oder so, hat mir die Bilder geschickt, dass ich kontrollieren konnte, was Sache ist. Ich bin da ganz zuverlässig, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also die Antworten kommen schnell und immer ausführlich. Auch nochmal ein Tipp, also Hinweis. Für meine eigenen Kunden natürlich klar, für Fremdkunden ist es wirklich teilweise mittlerweile sehr schwer. Wir kriegen so viele Anfragen bei Instagram, Facebook und Co., dass das ein bisschen echt den Rahmen sprengt. Also oft kann es da auch mal länger dauern. Aber wie gesagt, meine Schäfchen, klar, die haben natürlich den Service natürlich als erstes ganz vorne gebucht. Logisch muss ich mich um die zuerst kümmern. Also wenn es bei anderen Leuten, die einfach allgemeine Fragen haben und nicht bei uns waren, länger dauert, bitte nicht böse sein. Ja? Gut. Ansonsten, Anna, du weißt über alles Bescheid. Ich danke dir. Dann eine gute Heilung, gute Pflege und wir sollten uns, sage ich mal, normalerweise erst wieder sehen, wenn nicht der Stab nervt. So, ich würde mal sagen, so in den nächsten Wochen, Monaten können wir mal einmal einen kürzeren einsetzen. Es ist jetzt kein Stress, man kann es ab 2,5 bis 3 Wochen, aber du musst jetzt bei dem Pilz nicht sofort kommen. Also da ein bisschen rauszögern. Klitzersteine sind drauf, so ein bisschen mit als Prozent. Passt. Wenn es wieder irgendwie Probleme gibt, kommst du, aber das wird eine easygoing-Geschichte. Ja, ganz sicher. Danke fürs Zuschauen, danke, dass wir dich am Filmen dürfen. Tschüss. Tschüss. Baba.